und dann war der Wurm drin. Und dann hat der Trainer, der Darmstädter, eben entschieden, ich versuche, ja, eine Struktur aufzubrechen, einen Impuls zu setzen, hat fürs Spiel gegen Rostock seine taktische Grundordnung geändert von 4-4-2 auf 4-2-3-1, hat Seidel gebracht und die beiden Knipser auf die Bank gesetzt und sie erst später als Joker eingewechselt. Das hatte dann in der Summe nicht den erwünschten Erfolg, aber vielleicht ja jetzt, wenn er wieder umstellt auf sein 4-4-2, so wie er es heute tut, mit seinen beiden Spitzen, die da stammmäßig spielen. So, jetzt erstmal Druck für Darmstadt und fast das frühe 1:0. Keine Minute rum. Erster schneller Abschluss durch Julius Kade für Dynamo. Tja, und das sehen wir allzu oft, wenn du es hinten raus spielerisch lösen willst über den Torwart, dann kann das auch mal ins Auge gehen. Vielleicht sogar ganz mit einem schnellen Gegentor. Kade hier fix reagiert, aber nicht ganz genau gezielt. Trainer Alexander Schmidt hat das ja eben gesagt, die Kabine war Wahnsinn. Ich bin gespannt, wie sie es jetzt hier auf den Platz kriegen. Macht einen guten Eindruck. Felix, das ist ja wohl wirklich manchmal so, dass du in der Kabine das Gefühl hast, oh, das wird gut, fühlt sich gut an und dann klappt es nicht auf dem Platz. Ja, optimistisch bist du immer vor dem Spiel. Du gehst immer davon aus, das Spiel zu gewinnen, wenn du auf den Platz gehst. Und ja, die ersten Minuten sind auch immer so ein bisschen entscheidend, ne, um den Gegner auch einen Eindruck zu vermitteln. Dir wird es heute schwer, was zu holen. Und die ersten Aktionen für Dynamo lassen schon mal was Gutes erhoffen. Direkt ein Abschluss. Sie gehen intensiv drauf, gewinnen diese ersten Zweikämpfe. Also diese ersten frühen Signale im Spiel gehören den Gastgebern, die eben diese 6 Spiele ohne Sieg sind. Das ist nun mal nicht wegzulügen. Letzter Dreier am 12. Dezember, ein 1:0 gegen Aue. Aber Körpersprache, wie sie reingehen hier gegen den, das muss man dann in der Liga schon so definieren, Favoriten aus Darmstadt, macht einen guten Eindruck aus Sicht der Gastgeber. So, und die Gäste finden wahrscheinlich genau das gut, was jetzt passiert. Erstmal so ein bisschen Ruhe reinkriegen, Ballkontrolle und diese wild anrennenden Dresdner erstmal ein bisschen ausbremsen. Felix, ich habe das angesprochen. Das Top-Duo funktioniert nicht. Er spielt die ganze Saison in einem 4-4-2. So, und dann hat er gegen Rostock. Macht man das so als Trainer? Du bist ja auch auf dem Weg dahin, dass man vielleicht irgendwann sagt, so, jetzt verändere ich mal was. Der Joker Seidel hat gut von der Bank funktioniert. Jetzt stelle ich den mal rein und richte auch die Grundordnung aus auf so einen langen, schlachsigen Mittelstürmer, auf ein 4-2-3-1, um was zu verändern. Ist das so der Hintergedanke dabei? Ja, manchmal gehst du als Trainer auch vom Gefühl aus, was gibt der Mannschaft jetzt am meisten Sicherheit? Beobachtest im Training und schaust, ja, wie könnte man was ändern? Ist es ein Systemwechsel? Ist es einfach nur ein, zwei Veränderungen personell? Und ja, ich glaube, manchmal so, da entscheidest du am Spieltag oder am Tag vor. Da habe ich das beste Gefühl als Trainer. Das ist für die Mannschaft am besten am heutigen Tag. Und so wird er das gegen Rostock entschieden haben. Aber auch, glaube ich, schon im Hinterkopf, dass er auch wusste, die beiden werden eh in naher Zukunft auch wieder spielen. Und nahe Zukunft ist dann auch schon wieder heute. Und das war schon irgendwie klar, gegen Rostock haben sie jetzt auch nicht 3-0 gewonnen und alles lief wieder, dann hätte man diskutieren können, bleibt es so. Aber eigentlich klar, dass er heute wieder zurückstrukturiert auf sein 4-4-2 mit den beiden, zumal ein Auswärtsspiel ja dann auch eine andere Grundlage ist. Man muss dazu sagen, Felix, nochmal zur Erläuterung, für die, die es vielleicht im Vorlauf noch nicht mitbekommen haben, mittlerweile bist du ja tatsächlich selber als Trainer unterwegs, als Co-Trainer im U19-Juniorenbereich bei, ja, deinem Lieblingsverein, bei Union Berlin. Hat gut gepasst. Ja, total. Ich bin froh, wieder bei meinem Verein zurück zu sein. Und bin jetzt so weit, dass ich
laufen lasse, anstatt selber zu laufen. Das gefällt mir ganz gut. Und ja, bin trotzdem auch noch natürlich am Anfang an der Lernphase. Da im Nachwuchs kannst du Sachen ausprobieren und ja, bin froh, bei meinem Verein zu sein. Und damit du auch noch selber läufst, laden wir dich regelmäßig ein. Die Moderationsposition ist auf der anderen Seite. Ja. Es sind, glaube ich, 60 Stufen hier hoch zum Kommplatz. Also wir halten dich in Bewegung. Ja, das geht gerade so noch. Gute Verlagerung mit Matthias Bader, der Stammrechtsverteidiger, wieder mit dabei. Und ein erster Torschuss für die Gäste aus Darmstadt. Ich habe das gesagt, schnell hat man ein Hinspiel in der 8. Minute vom Platz geflogen. Das ist dann schon eine ziemliche Belastung. Kempe erzielte dann das 1:0 für die Darmstädter. Das war dann in Unterzahl auch der besiegelte Endstand. Tobias Kempe, der heute fehlt bei Darmstadt 98, gesperrt wegen seiner 5. gelben Karte. Das freut die Dresdner. Denn in seinen letzten 7 Spielen gegen Dynamo hat Kempe 6-mal getroffen. Kann er heute nicht. Heute muss er zuschauen. Ja, schon gut zu erkennen, dass Dynamo nicht unbedingt sehr hoch anläuft. Wenn sie anlaufen, dann intensiv, aber schon auch mit Geduld. Also sie wollen jetzt noch nicht das ganze hohe Risiko gehen. Im Gegensatz zu Darmstadt hat man schon gesehen, sie stellen dann mal einen Abschluss auch vorne zu. Ist dann schon ein Unterschied zu erkennen bei beiden. Der zweite Pfeifer in der Mannschaft, gerade mit dem Fehlpass stark, kam dazwischen und Pfeiffer repariert seinen Fehlpass zumindest aufs Erste. Dynamo setzt nach. Das sind die Zweikämpfe, die du dann gewinnen willst. Porto sah im Ansatz gut aus. Sie versuchen, sie schnell rein zu kombinieren. Ja, da gibt es viel Applaus hier gerade für die Arbeit gegen den Ball. Die Dresdner haben das Umschaltspiel der Darmstädter in einer spannenden Phase gut unterbrechen können. Besonderes Augenmerk, wenn Dynamo spielt, auf der ersten halben Stunde. Das ist wirklich eine krasse Bilanz, die Dresden da vorweist, nämlich 1:15 Tore in den ersten 30 Minuten der Saisonspiele. Felix, ist das Kopfsache? Ich meine, die sind ja konzentriert. Das ist wieder so eine dieser Geschichten, die man nicht genau ergründen kann. Ja, das wird dir dann immer vorgehalten. Ich glaube, du nimmst es vielleicht als Spieler gar nicht so wahr, musst es dann aber irgendwo lesen und dann fängst du vielleicht auch an, im Spiel mal auf die Uhr zu schauen. Wann sind die 30 Minuten endlich rum? Das kann schon sein, wenn sich das so durch die Saison zieht, aber ist ja auch immer da, so eine Serie, um sie dann nochmal zu durchbrechen. Und ist jetzt kein entscheidender Faktor, glaube ich, wie sie dann ins Spiel gehen. Und so haben die Darmstädter das Problem, dass sie tatsächlich, obwohl heute Abend vielleicht noch Tabellenführer, die meisten Gegentore nach ruhenden Bällen kassieren. 15 ihrer 30 Gegentreffer, das ist dann auch die höchste Quote in der Liga, aus Standards. Dafür sind sie offensiv aber gut bei Standards. Aber heute fehlt natürlich der entscheidende Mann, der sie tritt mit Kempe. Gespannt, wer da als Ersatz für ihn bereitsteht. Lieber Knecht hat diese Rolle, finde ich, mit Schnellhardt wieder auch eher mutig und offensiv besetzt. Balleroberung und dann ist Tempo drin. Schacke. Abschluss, aber mittig. Auf Mitrioschkin im Tor von Dynamo. Ja, da kam aber gleich mal richtig Tempo rein. Abschluss von Tietz.
Schnellart lässt sich fallen und versucht als technisch guter Spieler das Spiel von hinten anzuschieben. Ruhig gelöst von Isherwood. Ja, letztlich gut rauskombiniert. Der Ball kommt nicht an bei Pfeiffer. Schwierige Entscheidung für den Schiedsrichter. Er wollte Vorteil laufen lassen, Florian Lechner, aber dann war es nicht eindeutig ersichtlich, ob es wirklich ein Vorteil sein würde. Ich glaube, er hat es richtig entschieden, dann dem gefaulten Team lieber die Standardsituation zu geben. Positiv bleiben. Hat er eben im Interview gesagt. Mir ist die Stimmung hier zu schlecht. Im Umfeld gut gepunktet, wenn auch nicht gewonnen, gegen starke Konkurrenz in den letzten Spielen. Dicker Abstand zum direkten Abstiegsplatz, aber es gibt ja auch noch den Relegationsplatz. Skarke mit dem direkten Schuss. Geblockt zur ersten Ecke. Ja. Direkt aus der Drehung mit Risiko genommen. Gute Aktion vom rechten Offensivmann. Wie du gesagt hast, nach eigenen Standards sind sie gefährlich. Die ohnehin trotz der Mini-Krise aktuell beste Offensive der dritten Liga. Der zweiten. Jetzt ist es ein Vorteil. Ball ist abgefälscht. Boah, die wollen. Ja, die Idee war gut. Skarke ist sehr gut drauf in der Anfangsphase. Aber da hat er nicht gewittert, was Kollege Pfeiffer mit ihm vorhatte. Wieder Vorteil, richtige Regelauslegung. So. Gelbe Karte gibt es nachträglich nach dem Foul an Bader. Ist ja was, wo ich mich immer wieder wundere, wie oft die gelbe Karte im Rahmen der Vorteilsauslegung hinten raus vergessen wird. Dann lassen die Schiedsrichter oft den Vorteil laufen und vergessen einfach die klare gelbe Karte noch zu geben. In diesem Falle vorbildlich gelöst von Florian Lechner. Auch in der Situation davor, im richtigen Moment dann den Vorteil auch abgepfiffen. Ich mache es ungern, aber da muss man den Schiedsrichter loben. Akoto, der Rechtsverteidiger beim Einwurf für Dynamo. Aber ich finde Darmstadt, ne, wenn man die ersten Minuten gesehen hat, da war viel Dresdner Druck drin. Aber Darmstadt hat sich da gut rausgearbeitet. Ja, wir haben eine gute Struktur auf dem Platz. Wirken auch gefährlich in der Situation. Ist auf jeden Fall ein klarer Plan zu erkennen. Gutes Spielverständnis, gute Raumaufteilung. Muss Dresden gucken, dass sie es ein bisschen beruhigt kriegen. Große Nachricht aktuell aus England. Abramovic zieht sich zurück beim FC Chelsea. Natürlich Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Lesen Sie alles dazu in sport1.de und in unserer kostenlosen Sport1-App. Batista Meier, der Deutsch-Brasilianer. In die Startelf gerutscht auf der linken Offensivseite.
So, und jetzt gibt es den Freistoß für Dynamo. Tja, da gibt es ja immer die Diskussion, wenn der Ball vom eigenen Körperteil an den Arm springt, dann ist es eher nicht zu pfeifen. Auf der anderen Seite war der hier so weit ausgefahren, dass ich denke, dass der Pfiff okay ist. Die Handregel war ja schon immer klar. Die Handregel war ja schon immer klar. Da Ferner hat 10 Saisontore erzielt, 9 davon zu Hause. Da Ferner! Und da wäre fast das 10. gewesen. Aluminium rettet Darmstadt in der 16. Minute. Boah. Also, Glück für die Lilien. Die dieses 0:5 gegen den HSV erstmal verkraften mussten. Kann ich Thorsten Lieberknecht verstehen. Da hatten sie danach das Auswärtsspiel bei Hannover. Lagen 2:1 hinten, sind dann aber noch zurückgekommen. Das 2:2, das war dann eminent wichtig. Als Signal, das hat uns nicht völlig umgeschmissen. Boah. Skake ist klasse drauf. Aber Dynamo auch sehr gut gespielt. Königsdörfer gegen Holland. Der ist natürlich erfahren. Gut zurückgelegt. Junge, Junge, hier schmeißen sich aber zwei Mannschaften im wahrsten Sinne des Wortes rein. Foul an Koto. Es war keine Absicht, was hier, glaube ich, für mildernde Umstände sorgt. Wobei das nicht immer entscheidend ist. Könnt ihr hier nochmal den Abschluss von Tim Skarke sehen? Der mir eine unglaubliche Explosivität transportiert hier in den ersten Minuten. Da Ferner mit dem Freistoß. In diesem Falle dankbarer für Marcel Schuhen als das Geschoss an die Latte eben. Stark, hier spielt er, ja, wie eingangs schon mal erwähnt, eine andere Rolle als in seinen drei Phasen, die er bei Darmstadt 98 verbracht hat. Hier ist er der Chef auf der 6, als einziger mit allen 23 Spielen und immer von Beginn an dabei. In Darmstadt hat er auch über 100 Spiele gesammelt, aber eben in insgesamt über verschiedene Etappen verteilt. 5 Jahre und dann ist es gar nicht so viel. Pfeiffer auf Pfeiffer. Aber auch vorne drin, das war natürlich Tietz. Pfeiffer hat dann danach den Ball behauptet für die Gäste aus Darmstadt.
Solbauer klärt für Dynamo Dresden. Das war der Innenverteidiger und jetzt ist die Offensive dran. Ball kommt nicht an. Beide Mannschaften versuchen extrem schnell ins Umschaltspiel zu kommen. Ja, macht Spaß, bisschen schön Feuer drin. Beide wollen auch nach vorne spielen. Habe ich gerade so überlegt, ich meine, ins Umschaltspiel kommen, das willst du ja immer. Aber ich habe heute so das Gefühl, dass die wirklich so direkt in den ersten 3-4 Sekunden nach Balleroberung extrem zünden. Ja, gerade Dresden. Ich glaube, sie warten auf diese Ballgewinne, warten ein bisschen ab. Schauen wir mal. Nächste Ecke für die Darmstädter. Skarke versucht fast alles irgendwie direkt mit dem ersten Kontakt zu lösen. Anton Mitrioschkin, der Russe im Tor von Dynamo Dresden. Letzten Sommer aus Düsseldorf gekommen. Broll fehlt ja mit seiner Handverletzung. Standards. Haben wir angesprochen. Gut wegverteidigt von Dynamo Dresden. In Sachen Defensive die Dresdner tatsächlich ja grob auf Augenhöhe mit Darmstadt. 31 Gegentore Dynamo, 30 Darmstadt 98. 15 von diesen 30 per Standards. Was du alles weißt. Ja, und vorbereitet. Wollte gerade bei 15 von 30 den Jüngeren unter uns eine Prozentrechnung mit auf den Weg geben, aber Samstagabend stören wir mal nicht. Ishavud, der Schwede, Vater Engländer, Mutter Schwedin. Vor einem guten Jahr von Östersunds FK gekommen, zwischenzeitlich beim FC Bayern ausgebildet bei den Junioren. Da Ferner übernimmt auch solche Standards, wo man sich doch denkt, ich glaube, das ist Weihrauch. Oh, deswegen übernimmt der Ferner Litauen, weil es Weihrauch ist. Das macht auch mehr Sinn. Ja. Sehr gut, gut aufgepasst. Bin auch vorbereitet. Sehr gut. Sorry about it. Jetzt genau in die Schnittstelle. Da ist wieder Skarke, der ist gut drauf. Skarke, den muss man erstmal verteidigen, auch wenn es auf Kosten einer Ecke ist. Und Gio Belize hat's geschafft. Ja, sorry, natürlich Weihrauch. Darmstadt mit der Ecke und wieder Lufthoheit. Die Dresdner kriegen das geklärt. Also, Weihrauch an die Latte, Weihrauch der Mann für die Standards. Den habe ich so lange nicht gesehen, muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen. Wie gesagt, 14 Monate zuletzt im Dezember 2020. Tja, geht auf Nummer sicher. Ist der Ferner. Bin nicht richtig zum Schuss gekommen. Der 10-Tore-Mann im Sturm von Dynamo. Ja,
Topspiel am Samstag ist heute und am Mittwoch ist DFB-Pokal ab 17 Uhr live bei uns Hannover 96 gegen RB Leipzig. Die 96er, eine der vier verbliebenen Zweitligisten im Viertelfinale des DFB-Pokales, und wir sind live dabei. Hannover ja auch gut drauf. Mit Trainer Dabrowski gestern wieder gepunktet, gewonnen, 2-0 gegen Kiel. Haben Gladbach rausgeschmissen, mal gucken, was gegen Leipzig geht. So, alles in Ruhe besprochen. Bist du auch so wild an der Linie, jetzt in der neuen Rolle? Noch wilder. Noch wilder. Trotzdem hier muss man keine gelbe Karte. Jetzt kein schwerwiegendes Foul. Aber gut, Gasula, einer der wenigen gelben Karten für ihn. Und Gasula hat damit auch schon seine 10. gesehen und ist zum zweiten Mal gesperrt in der laufenden Spielzeit. Was ist nochmal der Rekord? Der hat auch den Rekord, oder? Der hat den Rekord mit 17 tatsächlich aus seiner Paderborner Erstligazeit. Kann er noch schaffen die Saison. Stimmt. Das Stefan Effenberg hat auch mal dran gekratzt in einem Jahr. Also fehlt den Dresdner damit am nächsten Sonntag in Bremen. Das ist überhaupt eine heikle Phase, die sie hier bespielen müssen in den nächsten Duellen. Und heute Abend, also jetzt gegen Darmstadt, dann in Bremen, dann zu Hause gegen St. Pauli, in Nürnberg und zu Hause gegen Schalke. Also das volle Programm. Aber vielleicht geht es ja sogar manchmal leichter gegen die Größeren dieser Spielklasse. Gute Verlagerung auf Pfeiffer. Schönes Ding. Ja, und da ist was dran, Felix, was Thorsten Lieberknecht eben gesagt hat. Die sind beide, wenn man dann auch sagt, ah, jetzt flugt es gerade nicht, die haben den Sprung aus der dritten in die zweite Liga gerade geschafft. Und dann ist das umso bemerkenswerter. Ja, und ich glaube deswegen auch, die Aktion letzte Woche eben mal eine Pause zu geben, da auch die Gesamtsituation im Auge zu haben. Sie erstes richtige Zweitliga-Jahr, dass sie da mal eine Pause kriegen und da auch nicht konstant immer alles klappt, ist denke ich auch normal. Aber sie werden bei ihrer Qualität, die sie ja gezeigt haben, auch wieder zu den Toren zurückkehren. Schiedsrichter spricht viel, aber hat das hier gut im Griff bislang. Neuaufbau über Kapitän Fabian Holland. Pfeiffer fehlt hinten und da stehen sie aber gut. Darmstadt mit mehr Ballbesitz, gar nicht so typisch für die Lilien, die lieber so ein bisschen aus der Tiefe kommen und dann ihr gutes Umschaltspiel spielen. Mehr Abschlüsse, das haben wir auch so gesehen, sehr spritzig mitunter. Das hat schon viel Speed da in der Offensive bei den Darmstädtern. Jetzt Dynamo
wieder mit dem Versuch, ganz schnell in die Schnittstelle der Abwehrreihe der Darmstädter zu kommen. Ball aber dann zu scharf für Königsdörfer. Das sind genau die Ballgewinne, die sie wollen. Man sieht, sie stellen sich am Mittelkreis auf, warten auf diese Bälle ins Zentrum, dass sie da angreifen können und dann schnell nach vorne. Am Ende fehlt jetzt noch viel Genauigkeit. So, und genau weil die so gut sortiert da stehen, nimmt sich Darmstadt dann auch ab und zu eine Auszeit und lässt den Ball hinten ein bisschen querlaufen und sucht den nächsten Impuls. Jasula und Schnellhardt lassen sich abwechselnd fallen. Ja, war ein Foul. Es gibt Protagonisten, die das anders sehen. Aber jetzt auch kein großer Aufreger. Fabian Holland, der Routinier. Auf der linken Außenbahn bei den Darmstädtern und Mannschaftskapitän. Da Ferner zu ihm genau. Und Akoto übernimmt einer, der bei Dynamo Dresden den Sprung sogar aus der vierten Liga geschafft hat, zum Stammspieler als Rechtsverteidiger in der zweiten Fußball-Bundesliga. So, 1 zu 15 Tore in der ersten halben Stunde. Die Dresdner Bilanz, das haben sie jetzt erstmal hier gut ins Ziel gebracht. Sind dann normalerweise in der zweiten Hälfte höchst aktiv, erzielten da 18 ihrer 23 Tore. Also mal gucken, ob da die zweite Luft kommt. Weihrauch hat sich ein bisschen Zeit genommen, um dann diesen Fehlpass zu spielen. Jetzt ein Ballverlust der TTW, aber Königsdörfer tanzt vor. Und stark mit dem direkten Abschluss. Ja, an Abschlüssen mangelt es ein bisschen bei Dynamo Dresden. Ne? Sie versuchen schnell nach vorne zu kommen, aber so richtige Torchancen bis auf den Weihrauch-Lattentreffer nicht so viel. Ja, der letzte Pass, ne? Da die Genauigkeit, da fehlt es noch, um dann zu einem klaren Abschluss zu kommen. Jetzt die Variante beim Eckball hat nicht geklappt und trotzdem wurde es dann noch gefährlich. Es fehlt so die Genauigkeit im letzten Ball. Um dann wirklich zu diesem klaren Abschluss zu kommen. Pfeiffer. Der Ballverlust hat erstmal wehgetan für die Dresdner, aber sie haben dann sofort defensiv gut dagegen gearbeitet, stark, lang. Genau dahin, wo er nicht hin wollte.
schnell hat. Sehr cool gemacht. Skarke versucht wieder mit dem ersten Kontakt was Gutes anzufangen, wird aber dann wegverteidigt von Pio Melice, dem 26-jährigen Georgier, hatte gestern Geburtstag. Da sahen wir ihn marschieren. Holland. Königsdörfer gegen Pfeiffer. Ist er sehr ruhig geblieben, der Darmstädter Innenverteidiger. Hat sich gar nicht von der Dynamik Königsdörfers beeindrucken lassen. Da startet wieder Königsdörfer. Nimmt Akoto mit. Und jetzt zum Freistoß. Natürlich gibt es ihn. Foul von Matthias Bader. Schicke Position, ne? Ja, was für dich? Ja. Gute Entfernung, nicht zu dicht, nicht zu weit weg. So hast du doch dein letztes Tor geschossen, ungefähr von da, gegen Sandhausen? Ja, richtig. 1-0, ganz spät? Ja, das war ungefähr von da. Bisschen weiter weg, ein bisschen zentraler, ne? Genau. War auch nicht das Einzige. Aber dein letztes. Das letzte. Dein einziges letztes. Schönes Ding! Aber da muss man wirklich mal gerade gucken, weil die alle zurückgelaufen sind. Also, kein Tor. Das Netz zappelt, aber deswegen, weil der Ball von hinten dagegen geprallt ist. Trotzdem, schönes Ding. Dein Tor noch in Erinnerung, weil das sind ja die Tore, das war ein unglaublich emotionaler Treffer, weil er zu dieser Phase ja noch eminent wichtig erschien, ne? Wenn du in der letzten Minute oder der Nachspielzeit ein siegbringendes Tor gegen einen Konkurrenten machst. Ne? Ja, gerade Tore in der Nachspielzeit, Siegtreffer in der Nachspielzeit. Immer das Beste. Gibt kaum ein besseres Gefühl, klar. War leider ohne Zuschauer das Spiel, aber da erinnert man sich immer gerne zurück. So einen Freistoß würde ich mir auch heute noch zutrauen. Ja klar, also so schnell verlernt man gerade die Technik dann nicht. Ne? Ja. So, Spiel nimmt sich wieder ein kleines Päuschen, aber wir haben ja schon gelernt, dass das nicht lange anhalten muss. Auch wenn es jetzt eine Phase ist, wie ich finde, in der die Dresdner Darmstadt wieder ein bisschen besser kontrollieren und sie seltener reinlassen in ihren 16er. Schön jetzt aber sehr tief. Pfeiffer schlägt wuchtige Flanken.
Ging es jetzt aber gut hin, sie vom eigenen Tor wegzuhalten. Das ist eine gute Ordnung. Stellungsfehler, Akoto. Ausgebildet beim ersten FC Köln. Stammt aber aus Leinefelde in Thüringen und dann in der Jugend aus Erfurt nach Köln gewechselt. Danach zum MSV Duisburg unter Thorsten Lieberknecht. So trifft man sich wieder. Ja, macht ein gutes Spiel. Ich fand ihn auch als Gegenspieler mal sehr unangenehm. Das ist immer eine gute Mischung zwischen Pass oder auch mal ins Dribbling zu gehen. Guten linken Fuß. Ja, der hatte auch vor Jahren eine sehr gute Perspektive, ne? Auch als Junior-Nationalspieler, gutes Standing. Ja, hab ich nie gerne dagegen gespielt. Ja, das war ein Foul vom Pfeiffer. Aber der hat sofort signalisiert, sorry, war keine Absicht. Der Pfeiffer ist eine Kante, den willst du nicht abkriegen. Sollbauer getroffen vom Darmstädter. Da tut mehr der Aufprall weh als der Kontakt. Wirklich? Nach meinem Ermessen jetzt hier schon, will das jetzt nicht endgültig beurteilen. Ich glaube, du fühlst es besser als Ex-Spieler. Also er hält sich den Kopf und der Kopf wird da nicht getroffen, da fällt er drauf. Das stimmt. Von daher. Lieberknecht. Im Sommer als Nachfolger von Markus Anfang gekommen. Er hier, Alexander Schmidt, ist Ende April ein Jahr da. Kam für Markus Kauczynski. Der ist mittlerweile in Wiesbaden. So dreht sich das Trainer-Roulette. Alexander Schmidt hat den Aufstieg dann eingetütet, der in der Endphase unter Kauczynski tatsächlich stark gefährdet war. Ist super reingekommen mit der Mannschaft in die Saison und lebt so auch noch immer ein bisschen von dem Puffer, den man sich in der frühen Saisonphase mit diesem tollen Start 10 Punkte aus den ersten 4 Spielen erarbeitet hat. Starke wieder, nimmt er den Ball mit dem ersten Kontakt und fast wäre es eine Großchance für Pfeiffer geworden. Eine Minute Nachspielzeit. Karic, da ist er natürlich nicht sauber angespielt worden, trotzdem für mich nicht so gut drin im Spiel. Eine Minute wird oben drauf gepackt. Akoto kämpft gegen Becker um den Platz rechts in der Viererkette bei Dynamo. Ischerwood gegen Daferner. Auch das hat der Schiedsrichter richtig gepfiffen. Königsdorfer gegen Holland. Gute Körper zwischen Ball und Gegner. Und jetzt wollen sie in Elfer und ich finde, er gibt ihn zurecht nicht. Aber noch ist die Nummer heiß. Ja, und als Heimfan tobst du natürlich, weil er fällt da. Aber vor der Zeitlupe würde ich mich tendenziell gegen den Elfmeterpfiff entscheiden. Da bin ich bei dir. Das ist gut.
Dann liegen wir beide falsch. Nein, ich glaube, so, Königsdörfer, toll gemacht von ihm gegen Holland. Eingespielt. Ja. Und dann halt mit viel Körper, aber im absolut erlaubten Rahmen. Und jetzt ist Pause. Die Dresdner hadern. Der Schiri hat alles richtig entschieden in dieser ersten Hälfte. Gleich meldet sich Ruth Hofmann mit den Highlights dieser ersten Hälfte bis dahin. Ganz anders als sein Pendant auf dem anderen Flügel, Tim Skarke. Das ist der Kapitän der Dresdner, Yannick Stark. Und rein geht's in die zweite Hälfte. Wir haben keine Tore gesehen, aber es war ein unterhaltsames Spiel. Beide Mannschaften, ja, immer wieder mit ihren Offensivimpulsen mutig ausgerichtet. Ein paar Torchancen mehr könnten es sein. Da ist wieder Skarke. Und wieder sucht er den Abschluss, spielt die Szene mit Mumm. Der macht mir richtig Spaß heute. Der 25-jährige Ex-Eidenheimer. Das hätte ich jetzt nicht gepfiffen. Auch aus der Totalen. So, ich habe drauf geguckt, ich war sehr überrascht. Ja, die Hand ist ein bisschen im Gesicht, aber da muss man jetzt auch nicht so fallen. Wenn er aber nicht so fällt und nicht so ein Theater macht, dann pfeift er vielleicht auch nicht. Von da muss man das dann sogar als clever bezeichnen. Und nochmal eine Zeitlupe von Tim Skarke, der ja richtig Vollgas spielt. Seit 155 Tagen ist Darmstadt auswärts unbesiegt. 8 Spiele ungeschlagen. Letzte Auswärtsniederlage, 24. September in Heidenheim. Bader. Der rechte Außenverteidiger zurück nach Gelbsperre. Da ist der neue Mann in der Innenverteidigung, gemeinsam mit Patrick Pfeiffer. Bader startet durch. Gut, Pfeiffer, schlechter Ball, nicht zu erreichen für Tietz, aber sie schenken ihn zurück. Und dann würde ich sagen, war es kein Foul an Tietz, der sich aber trotzdem wehgetan hat. Aber ich glaube, auch ein bisschen sauer ist, dass er die Situation da irgendwie nicht gut gelöst hat. Ich habe schon ein, zwei Mal gesehen, dass Holland aus der Linksverteidigerposition in die Spitze reinläuft. Auch eigentlich ungewöhnlich für einen Außenverteidiger. Auch selten gesehen so. Ball kommt noch an und dann dankbar für den Keeper. Matthias Honsack. Rausgerutscht aus der Mannschaft, jetzt zurückgekehrt, der in Wien geborene Österreicher. Gut verteidigt von Darmstadt. Tim Skarke zündet seinen Turbo.
aber das Anspiel unpräzise, da klappt es eben dann bei Darmstadt auch so manches Mal nicht. Ja, Dynamo wackelt ein bisschen, weil die Lilien sehr intensiv dagegen halten in der gegnerischen Hälfte. Da spürt man richtig, wie die Dresdner jetzt verunsichert sind. Ja, auch Alexander Schmidt wird nicht entgehen, dass der Gegner aus Darmstadt deutlich besser reinkommt in diese zweite Hälfte. Ja, und die müssen auch so langsam. Also jetzt sind sie dann auch langsam nach drei Spielen ohne Sieg, so die längste Sieglos-Serie in der laufenden Saison. Sie spielen eine klasse Spielzeit. Man muss den Druck jetzt auch nicht höher hängen als nötig. Aber wenn du dich so positioniert hast und so in die Rückrunde gehst, dann willst du es doch auch. Und sie wollen es. Ja, die Leistung passt ja. Sie machen ein gutes Spiel, sind die bessere Mannschaft, sind gefährlicher. Aber am Ende zählen auch heute die Tore. Ja, sicher auch ein Stück weit, um dann mit einem Sieg vielleicht dann auch wieder in diese Eigendynamik reinzukommen, die sie in der Hinserie so weit nach oben getragen hat. Ja, na klar. Klar, am Anfang steht immer die Leistung, die gibt dir auch ein gutes Gefühl. Die bringen sie ja heute auch gegen Rostock, haben sie ja ein gutes Spiel gemacht, waren deutlich besser. Bringt ja am Ende aber alles nichts, wenn du den Dreier nicht holst. Und deswegen würden sie natürlich heute mit dem Sieg sehr gut dastehen. Das würde dann auch nochmal wieder an Selbstvertrauen zulegen. Bei Dresden wird gleich Schröter kommen, ein ja, dynamischer Tempospieler für die rechte Seite. Ich finde das richtig. Alexander Schmidt merkt, dass er von außen einen Impuls setzen muss. So leicht kann man in den Strafraum kommen. Vorbeigezogen an Akoto. Und dann war es schneller mit dem Schuss. Wir sind zu passiv jetzt. Die laufen zwar an der gleichen Höhe an, aber sie kommen dann nicht in diese Aktion im Zentrum, um da die Ballgewinne zu haben. Und jetzt immer so einen Schritt zu spät. Da müssen sie wieder aktiver werden, mehr Zweikämpfe gewinnen. Und dann zumindest das Spiel da ein bisschen zu beruhigen. Spielentwicklung, die Alexander Schmidt, denke ich, wahrnimmt. Und ich finde es gut, dass er jetzt relativ schnell reagiert. Denn normalerweise, wenn ein Trainer was vorhat, siehe Darmstadt, würde er vielleicht in der Pause wechseln. Das ist ein untypischer Zeitpunkt für einen Wechsel. Die anderen Impulswechsel kommen normalerweise erst so 60., 65. Er merkt, das Spiel entgleitet uns. Ja, dann hast du als Trainer auch die Pflicht einzugreifen. Wenn er das Gefühl hat, er muss was ändern und muss eine klare Entscheidung treffen. Und es macht auf jeden Fall Sinn. So wie sie jetzt aus der Halbzeit gekommen sind, kann es auch nicht weitergehen. Weil dann ist eine Frage der Zeit, bis Darmstadt hier in Führung geht. Und den Mut zum frühen Wechsel, der jetzt gar nicht so früh ist, hat Alexander Schmidt. Aber im letzten Spiel hat er einen Doppelwechsel gegen Heidenheim in der 29. Minute gemacht. Und wie du sagst, ich finde es gut, wenn ein Trainer ja, Dinge wahrnimmt und dann auch reagiert, statt noch lange zu warten. Handlungsschnelligkeit heißt der Begriff immer bei den Spielern. Wie ich finde, bei den Trainern macht das auch Sinn.
Weihrauch. Wohin mit dem Ding? So, aber das hat schon mal ein bisschen geholfen, so 2-3 Minuten mal wieder rauszukommen aus der eigenen Hälfte und diesen Anfangsdruck der Darmstädter im zweiten Durchgang mal ein bisschen abzuwehren. Sasula. War für mich ein Foul an Sasula. Nur ein bisschen gewundert, warum er das so spät pfeift. Florian Lechner. So, Weihrauch geht. Und Schröter kommt. Ich denke, das ist dann schon ein Wechsel, der nicht viel mehr mit der Leistung zu tun hat, sondern auch ein bisschen mit dem Kräfteverschleiß. Erste Mal wieder von Beginn an nach 14 Monaten. Ich glaube, der Ball ruhte nicht. Darf er es nicht laufen lassen. Der Route schon. Jetzt vor Weihrauch raus, ich kann eigentlich auch da ferner die Freischüsse schießen, oder? Ein Lümmel hier an meiner Seite. Wenn du nicht lieb bist, musst du wieder eine Saftkur machen. Ja. Nee. Erstmal nicht. So, Freistoß für Dynamo. Sie kommen zurück ins Spiel, haben die Riesenchance. Der Ball ist noch heiß. Akoto holt zumindest die Ecke. Guck mal an, sie arbeiten sich zurück. Und sofort steht hier alles auf der Tribüne. Ferner und Ehlers ganz vorne drin. Jetzt Ecke. Batista Meier. Ja, aber das hat Pep und das ist die Antwort. Sie feiern ihn dafür, den georgischen Außenverteidiger Gio Belice. Der jetzt seine Chance hat als Linksverteidiger bei Löwe mit Innenbandriss im Knie ausfällt für mindestens 6 Wochen. Und der Georgier hat gesagt, ja mein Gott, ich habe mit der Nationalmannschaft gegen Schweden gespielt, gegen Holland, gegen Ibrahimovic, gegen Depay. Also, ich kann das schon. Heute spielt er gegen Skarke und der hat ihn gut beschäftigt. Frühe gelbe Karte gezogen. Und da ist der Abschluss. Wir zeigen die zweite Liga und wir reden drüber mit guten Gästen bei Hadi Töne montagsabends, der Maschinensucher Doppelpass zweite Liga. Montag 21.45 Uhr. Dieses Mal zu Gast Ivan Klasnic und Mike Franz. Seien Sie dabei. Und wie schnell das geht über
ein, zwei gut geführte Zweikämpfe, dann auch eine erarbeitete Großchance und schon hast du die Leute hier im Boot. Es ist wieder lauter. Dynamo ist besser drin im Spiel. Siehe auch hier, gut den Ball erobert, Königsdörfer. Klasse in die Gasse, zumindest die Ecke gibt es. Und ganz viel Resonanz für diesen guten Angriff. So, Batista Meier mit rechts weg vom Tor, wie eben schon. Elas Solbauer, die Innenverteidiger mit vorne, da ferner am kurzen Pfosten. Nochmal Batista Meier. Ja, und Ecken könnten ja was ausmachen gegen die erwähntermaßen anfälligen Darmstädter nach ruhenden Bällen. Bislang aber alles entspannt. .024 die offizielle Zuschauerzahl. Jetzt ist Platz da für Darmstadt, für Skarke. Skarke, der ist heiß wie sonst was. Es fehlt nur das gelungene Finale. Ein ganz scharfer Schuss, aber eben ein Stück am langen Eck vorbei. Ein echter Heidenheimer Junge. Mit 12 in der Jugend des FC Heidenheim, 11 Jahre im Verein. Darmstadt seine zweite Profistation. Weiterhin mehr Ballbesitz, deutlich mehr für Darmstadt 98. Eher untypisch, wie gesagt, fürs Spiel der Lilien. Und jetzt in der zweiten Hälfte. Sie sind mit ordentlich Schmackes reingekommen in diese zweite Hälfte. Aber Dynamo hat sich zurückgearbeitet. Begann schon vor dem Wechsel von Schmidt. Also langsam hat das Spiel mal ein Tor verdient. Geht hin und her jetzt. Viele Abschlüsse auch. Mit 0-0 wollen wir nicht nach Hause gehen. Absolut. Aber es ist schon erstaunlich. Ich weiß noch, habe auf die Uhr geguckt, kurz vor dem Wechsel, 53. Minute. Darmstadt schien das ja hier klar zu ziehen zu Beginn der zweiten Hälfte. Ja. Wie schnell sich das dann wieder anders entwickeln kann. Ja, du hast es gesagt, manchmal helfen da einfach ein, zwei gewonnene Zweikämpfe, um das Stadion wieder mitzunehmen, um selber auch wieder Mut zu fassen. Das sind dann mal die kleinen Aktionen, die dich wieder zurück ins Spiel bringen, die auch Wirkung beim Gegner hinterlassen. Und da haben sie jetzt ja echt so ein bisschen aus dem Druck befreit. Wohl vom Gefühl her für mich Darmstadt trotzdem immer noch die gefährliche Mannschaft bleibt. Königsdörfer gegen Pfeiffer, Ecke, nächste Ecke, nächster Standard gegen Darmstadt. Königsdörfer ist fleißig, so kennt man ihn.
alles erlaubt. Königsdorfer, ja, so ein bisschen den Fuß drauf gehalten. Jasula klagt da beim Schiedsrichter jetzt, was weiß ich, einen Freistoß oder gar eine Karte ein. So wild war es nicht. Bader beim Einwurf. Schnellhardt holt den Ball. Skake. Schnellhardt. Kein Foul, da ist die Chance. Boah, Tietz. Akoto. So, jetzt wieder die Blauen, die Dresdner Defensive arbeitet fleißig gegen viel Qualität in der Offensive. Ui, mal aufpassen, dass man nicht mit der Hand rankommt. Ich denke, das ist da alles unfallfrei gelöst. Skarke. Akoto. Hab ihn da mal kurz Richtung eigenes Tor gewackelt. Jetzt legt Darmstadt aber wieder richtig zu. Gute Schussposition und da ist er weggerutscht. Honsack. Das war Sollbauer, der da entscheidend geklärt hat. Ja, und dann nochmal. Nach Akotos Malheur. So. Da war vermutlich der Videoassistent noch mal unterwegs. Daniel Schlager aus Rastatt. Ja, aber das war aus unserer Sicht eh bedenkenfrei und so sind auch die Schiedsrichter zu diesem Ergebnis gekommen. Bader. Hat am Keller auch mal was zu tun gehabt heute. Ja. Nur ganz schnell in zwei Sätzen, weil ich eben die Saftkur erwähnt habe. Ja. Du hast dich zwei Tage, um mal alles zu renovieren sozusagen, nur von Säften ernährt. Ja, das stimmt. Nur einmal habe ich kurz eine Ausnahme gemacht und mein erster Sieg als Trainer, Fischspielsieg als Trainer, da habe ich ein Siegerbier getrunken. Das habe ich mit eingebaut, hat aber auch nicht geschadet. Und ansonsten keine feste Kost, sondern nur Säfte. Ja, war nicht leicht, aber ich habe es überlebt. Stichwort Trainerjob, du hast ein gutes Programm, morgen um 11 Uhr schon wieder, ne? Morgen geht es gegen Osnabrück, U19. Ja, aber ist alles vorbesprochen, Aufstellung steht. Ja, von da steht einem Sieg nichts im Wege. Also, macht Spaß. Ja, auf jeden Fall. Ja, die Arbeit auf dem Platz ist das, was man ein Leben lang gemacht hat. Und wie gesagt, jetzt halt laufen lassen, ist auch nicht verkehrt. Ja, und wie ich finde, ein total spannendes Segment, dieser Juniorenbereich. So, jetzt schauen wir mal auf Dynamo, da ist die Chance und klasse gehalten. Marcel Schuhen muss sich strecken und tut es. Oh, da sieht man aber noch mal, wie knapp es war. Richtig schöner Schuss von Kade und dann ist Marcel Schuhen da. Er hat fünfmal gegen Dresden in der zweiten Liga gespielt und alle fünf hat er gewonnen. Im Moment bleibt es pari. Auch dank seiner sehr guten Parade.
Und wir gehen rein in die letzten 20 Minuten dieses Spieles, das sich immer wieder unterschiedliche Phasen nimmt. Gerade eben wirkte es wieder so, als würde Darmstadt es klar ziehen und mitten rein eine Top-Chance für Dynamo. Guten Job, der Gio Belize. Und wir schauen nochmal zurück. Also ein vermeintliches Handspiel wurde untersucht in Köln. Das keines war. Markus, bevor du mich fragst, wem würde das Unentschieden denn mehr helfen? Weil ich hätte jetzt keine Antwort. Also, du merkst ja, es kommt nicht reflexartig, aber na, ich glaube letztlich Dynamo, wobei es wirklich schwer zu beantworten ist. Du hast schon recht, weil es sorgt nicht für Ruhe. Umgekehrt, ein weiterer Punkt da unten in dieser Tabellenregion, dann gegen eine Mannschaft, die sehr ambitioniert nach oben ist. Aber Tietz mit der Großchance. Er war völlig frei und lässt sie liegen. Bei den ambitionierten Zielen von Darmstadt 98 würde ich fast sagen, die werden sich mehr ärgern, weil sie jetzt das vierte Spiel in Folge nicht gewinnen würden. Und das ist natürlich dann für ganz oben kein guter Trend. Und da steht immer noch dieses 0:5, dieses Debakel gegen den HSV in den Hinterköpfen. Auch aller Fans, das hat so richtig wehgetan und seitdem hat man sich so endgültig auch noch nicht freigeschossen. Aber das heißt gesagt, wie es Leistung stimmt ja. Also ich, dann ist es natürlich umso bitterer, wenn man das Spiel nicht gewinnt, wenn man eine gute Leistung bringt, aber fürs Gefühl dann trotzdem nicht verkehrt. Aber sie werden sicher jetzt auch die letzten knapp 20 Minuten da vorne auf Sieg spielen. Grenzwertig. Aber Dynamo hat jetzt ja so eine gute Grundemotion im Spiel. Die Leute gehen mit. Siehe hier. Nächste Ecke. Alexander Schmidt bereitet da hinten den nächsten Wechsel vor, obwohl eigentlich gerade alles ganz gut in Fahrt ist. Batista Meier hat das gesagt, bei den Bayern ausgebildet. 12 Bundesliga-Minuten gegen Düsseldorf für die Münchner. Da ist die Chance. Koto kommt nicht in den Abschluss. Stark rausgelegt. Wieder Akoto. Und jetzt wackeln plötzlich die Gäste. Ja, jetzt wird es aber so hinten raus langsam zu einem Infight. Königsdorfer. Ende kommt Pfeiffer doch noch mit der Fußspitze dazwischen. Ball gespielt, so nimmst du die Leute mit. So, dann eher nicht, Ding ist ihm abgerutscht. Der Ferner hat ja unter der Woche gesagt, wir brauchen mehr Leidenschaft. Also die Leidenschaft ist da, vor allem jetzt in dieser Spielphase.
So, das ist ein Musswechsel. Solbauer hat angezeigt, dass er raus muss und er geht auch raus. Pio Belice, prima Spiel gemacht auf seiner linken Seite. So, Becker geht nach rechts, er ist neu drin und Akoto geht auf die linke Seite, übernimmt also die Position von Gio Belice. Ganz lustig gerade, ist auf die Seite gegangen, hat erstmal den Tim Skarke per Handschlag begrüßt. Du, wir spielen jetzt gegeneinander. So, Becker jetzt also auf der rechten Seite. Solbauer hat eben mal kurz angezeigt, er wolle raus, aber der ist uns ja dann doch erhalten geblieben. Und da ist Gio Belice bei seinem Trainer angekommen, holt sich den verdienten Beifall ab. Jetzt übrigens den tieferen Sinn dieses Wechsels noch nicht so richtig erkannt. Aber der Trainer kennt seine Jungs natürlich besser. Und die Jungs wollen noch was zu feiern haben hier, wollen dieses Spiel noch gewinnen. Das wäre für Dresden natürlich dann ja auch emotional und für die Köpfe ein Big Point. Oder drei Big Points. Und er geht zurück. Und Becker nimmt das wenig murrend zur Kenntnis. Oh. Auch das hat der Schiedsrichter richtig gesehen. Schiedsrichter Florian Lechner übrigens pfeift seine zweite Saison in der zweiten Liga. Davor schon in der dritten Liga. So, jetzt gibt er hier Gelb. Ja, jetzt machen wir es nicht zu kompliziert. Interessant ist, während ich da hinter ihm als Co-Trainer Heiko Scholle-Scholz gesehen habe. Schiedsrichter hat in seinen letzten 26 Profispielen in der zweiten und dritten Liga keinen einzigen Platzverweis gegeben. Und dann wird's Zeit. So, Aaron Seidel kommt. Und Jasula geht. Oi. Das ist jetzt nicht uncool. Ich nehme einen Sechser raus, der dann auch möglicherweise gelb-rot gefährdet ist, und bringe einen Mittelstürmer. Also kann man auch Vollgas nennen. Ja, klares Zeichen an die Mannschaft. Ich mag sowas ja. Ja, total. Weil es ist ein... Ich kann diese Passivwechsel nicht leiden. Das ist ein klares Signal. Du sagst es direkt an die Mannschaft, an die eigene, aber auch an den Gegner. Ich meine, das kapiert ja jeder, was er gerade macht. Ja, das ist mutig. Das ist auch selbstbewusst.
Das ist tatsächlich, schaut mal, da sehen Sie 5 Offensive, 3 echte Stürmer. Prompt holt der Seidel den Kopfball und fast vergoldet Tietz es zum 1:0. Also, das sind jetzt 5 Offensive auf dem Platz. Ja, Fuß draufgehalten. Das hat tatsächlich wehgetan. Das sind Tietz, Luca Pfeiffer, Aaron Seidel, der gerade reingekommen ist, der lange Schlacks als 3 echte Stürmer in der Box. Und das ist die Reaktion von Alexander Schmidt, der dem jetzt einen weiteren Innenverteidiger gegenübersetzt. Auch für die Luftzweikämpfe, denn jetzt bringt er mit Mai einen weiteren Innenverteidiger. Sebastian Mai, willkommen. Königsdorfer geht raus. Ja, da hat der Wechsel jetzt schon mal Wirkung gezeigt. Von Lieberknecht, du zwingst den Gegner seine Spielweise jetzt auch zu ändern. Und, Nein, das ist die Frage. Er lässt sich zwingen, ne? Genau, ja klar. Du kannst ja auch dagegen halten. Aber es ist, wie du sagst, eine eindeutige Reaktion. Und er nimmt jetzt den Stürmer raus. Und gefühlt gehe ich jetzt davon aus, jetzt wird das ganz klar in die rechte Hälfte kippen. Dynamo jetzt mit 3 Innenverteidigern gegen diese 3 Stürmer. Nach vorne ist nur noch der Ferner da. Das kann nur viel Druck für Dresden bedeuten. Jetzt geht es also nur noch ums Verteidigen. Boah, Holland! Dann sag mal, findest du den Wechsel richtig? Würdest du den mitgehen? Das ist natürlich eine Frage. Ja, aber wenn ich jetzt gerade sehe, also die spielen jetzt trotzdem kein anderes System. Mai geht vorne rein. Eigentlich ist er ja ein Verteidiger, aber er spielt nicht hinten drin. Stimmt, jetzt rückt er nach vorne. Er ist gelernter Innenverteidiger. Deswegen bei dem Seidel-Wechsel musste man erstmal davon ausgehen, zumal sie eh hinten drin standen, dass er mit hinten reinrücken wird. Ja, vielleicht ist es dann nur für die Standards gedacht. Genau. Und Mai orientiert sich, wie du sagst, in den gegnerischen Strafraum. Er hat das lange gespielt in Halle, in der dritten Liga. Da hat er, glaube ich, eine ganze Saison mal wirklich Mittelstürmer gespielt. Mhm. Na dann, Feuer frei. Ja, also bringt er im Grunde für Königsdörfer einen körperlicheren Stürmer, der dann hinten bei den Standards gegen Seidel helfen soll. Da ist Mai. Fast. Foul Vorteil. Vorteil. Oh. Er lässt ihn nicht laufen. Eine schwierige Situation. Für mich wäre es gefühlt ein Vorteil gewesen. Ja. Aber Karte berechtigt. Für Stark ist es die 5. Gelbe. Und damit ist er gesperrt beim nächsten Spiel in Bremen. Sula hat die 10. gesehen, fehlt dann am Freitag in Heidenheim. Kann man machen! Zweiter Ball! Seidel! Boah! Abseits wäre es gewesen. Heißer, was jetzt hier los ist. Holland mit dem Distanzschuss, der fast gepasst hätte. Einmal Weihrauch an die Latte in der ersten Hälfte. Da Ferner auch noch.
Und jetzt Ballant. Ja, und Seidel, fast hätte er wieder funktioniert als Joker. Ist ja in den letzten Wochen ein paar Mal gut gelaufen für ihn. So, die letzten 5 Minuten brechen an. Ich glaube, in der Summe sind die Dresdner dann doch eher zufrieden mit diesem Punkt gegen Darmstadt 98. Und es warten windige Wochen für Dynamo mit den Gegnern Bremen, St. Pauli, Nürnberg und Schalke. Und dann am 9. April geht es nach Sandhausen. Und da geht es dann nur um Klassen. Halt. Seidel kommt dazwischen. Und Anton Mitruschkin hat aufgepasst, hat schnell reagiert, war schnell draußen. Und hat den Darmstädtern einen absoluten Hochkaräter genommen. Was für ein Fehler von Ehlers. Dem wird das Herz in die Hose gerutscht sein. Ehlers Fauxpas blieb ohne Folgen. Kevin Ehlers, der Sohn von Ex-Profi Uwe Ehlers, lange Jahre bei Rostock gespielt, bei den Münchner Löwen. Deswegen ist Sohnemann Ehlers auch in München geboren. Uwe Ehlers heute im Trainerteam von Hansa Rostock. Kann er den Ball gerade noch behaupten. Fast hätte Holland ihn erobert. Felix, bevor du runterwanderst gleich, Fazit. Gerecht oder gefühlt ein bisschen glücklich für Dresden? Ne, die hatten auch ihre Szenen, ne? Ja, sie hatten auch ihre Phasen, wo sie besser waren. Und haben dann trotzdem auch leidenschaftlich verteidigt. Also klar verdienen sie sich den Punkt hier auch. Dann kann immer noch was passieren. Den Ball gespielt, hat der Schiedsrichter sofort angezeigt. Und jetzt holen sie sich noch eine Ecke mit dem Mai dann vorne drin. Ich schaue mir noch an. Na gut, du bist ja sprintstark, du schaffst es ja rechtzeitig runter. Ja, hätte auch pfeifen können. War viel Ball, aber auch viel Gegner. Na, aber schon eher in Ordnung, es nicht zu pfeifen. So, jetzt Ecke. Batista Meier. Gibt's das Happy End für Dynamo Dresden? Oh, waren sie gar nicht so weit weg von. Marcel Schuhen sah da nicht gut aus. Ja, die gute Laune stirbt zuletzt. Das ist schon die. Honorieren die Leistung ihrer Mannschaft und sich hier gut verkauft, dann ist der Punkt auch in Ordnung. Aber jetzt nochmal die Gelegenheit, es zu vergolden. Nochmal die Gelegenheit. Da kommt der Ball erst ungenau. Und da stehen sie hier und halten sich die Köpfe. Die Großchance hinten raus dann doch nochmal für Julius Kade. Und es sah so aus, Schuhen war schon auf dem falschen Fuß und schaute nur noch hinterher. Jetzt Seidel. Es ist wirklich wie im Boxen in der letzten Runde nochmal der Infight. Beide wollen nochmal punkten, beide kämpfen hier um den Lucky Punch. Und beide haben das Zeug. Felix haben wir soeben verabschiedet. Das ist ein weiter Weg zu Ruth Hofmann gleich für den Nachlauf, wenn die beiden alles analysieren und besprechen. Er ist auf dem Weg und sieht beim Treppen runtersteigen jetzt hier das Finale dieses Spieles.
3 Minuten Nachspielzeit, die nehmen wir gerne. Und noch ein Abschluss. Tja, da steht dann auf dem Zettel. Ja, jetzt seid ihr 7-mal ohne Sieg. Das wird dem Alexander Schmidt sicher dann auch wieder irgendwo unter die Nase gerieben. Aber auf der anderen Seite muss man diese Leistung hier sehen. Und die hat nichts mit Krise oder fehlender Leidenschaft zu tun. Das ist ein toll erkämpfter Punkt gegen einen Aufstiegskandidaten. Und da hat er dann schon recht. Da darf die Laune nicht schlecht sein bei Dynamo, sondern das muss man positiv sehen. Wie jetzt schon mehrfach erwähnt, es warten weitere große Aufgaben. Und Dresden sollte das Selbstvertrauen geben, dass man solche großen Aufgaben lösen kann. Wir haben die Leute natürlich gerade faul reklamiert. Das ist dann so eine Grenzgeschichte. Da war der leichte Körperkontakt beim Kopfballduell. Kann man laufen lassen, kann man abpfeifen. Bader. Sie spielen hier beide auf Sieg. Mai. Braucht zu lange und dann ist es hier der Freistoß, der die Leute verärgert. Freistoß nochmal für Darmstadt. Die Hälfte der Nachspielzeit ist rum. So, Freistoß, Darmstadt, wie ich finde, zu Recht. Ball liegt genau auf der Mittellinie für das Finale dieses Spieles. Pfeiffer, kein Foul. Auch hier alles regulär. Da ist nochmal Darmstadt. Da ist nochmal Bader. Der Ball ist im Tor, das gibt es noch nicht. Der Ball ist im Tor in der dritten Minute der Nachspielzeit. 1-0 Darmstadt. Big Point, Lieberknecht, Big Point, Darmstadt 98. Wenn es die 3 Minuten gibt, dann werden sie auch ins Ziel gespielt. Hier kein Foul, richtig, das Spiel laufen zu lassen. Mann, tut das weh für Dynamo. Hier auch alles regulär. Dann kommt der Ball zurück auf die Außenposition zu Bader. Und Bader steckt ihn rein für den Torschützen. Und Honsack mit der Fußspitze tippt er ihn über die Linie. Was für ein Drama jetzt hier in Dresden. Bader hat das klasse gemacht. Er legt ihn ganz sanft in den Raum. Das war eine fixe Idee von ihm. Das war Absicht. Und dann das Tor. Was für ein Finale in diesem Spiel der Österreicher mit dem Lucky Punch. Wir haben darüber gesprochen, wie beim Infight in der letzten Runde eines Boxkampfes. Wenn sie alle noch mal sagen, ich hau noch alles raus. Sie hatten beide die Momente. Und Darmstadt holt sich hier ganz spät im Spiel den Dreier. Obwohl, noch sind wir ja nicht am Ziel. So. Jetzt sind 4 Minuten rum. Das Tor. Ja, fiel in der dritten Minute der Nachspielzeit. Und das ist der Schlusspfiff. Darmstadt ist Tabellenführer mit diesem Auswärtssieg, mit diesem ganz späten Auswärtssieg. Was für ein Triumph, was für eine Enttäuschung bei den Dresdnern, die hier ihrerseits dem Sieg